Moin Community und willkommen im Brettspielzimmer. Heute zu einem neuen Doppelpack. Und zwar dreht sich heute alles um Ticket to Ride bzw. Zug um Zug Japan. Wir haben hier schon die 7. Map Collection und hier gibt es 2 Bretter. Das finde ich immer klasse, denn man bezahlt einmal und hat eigentlich dann 2 Spiele. Und zwar einmal die Japan-Karte und einmal die Italien-Karte. In diesem Video bekommt ihr 2 Let's Plays, nämlich einmal von der Japan-Karte und von der Italien-Karte. Und am Ende gibt es dann meine erste Meinung zu der Erweiterung. Sucht ihr andere Erweiterungen zu Zug um Zug, schaut hier gerne mein Top 10 Video. Oder kennt ihr Zug um Zug gar nicht, dann ab hier meine Regelerklärung. Und da es eine Erweiterung ist, benötigt ihr Züge für das Spiel, sprich ein Grundspiel. Noch ein paar Infos zum Spiel vorweg. 2 bis 5 Spieler ab 8 Jahre und ca. 30 bis 60 Minuten. Was es für Unterschiede bei den Karten gibt und alles weitere am Ende des Videos bei meiner ersten Meinung. Aber jetzt kommen wir erstmal zu den Let's Plays. Zug ab! So, jetzt startet das erste Let's Play Japan. Viel Spaß! So, jetzt sucht sich jeder aus und entsorgt ihn. Was habe ich da schon wieder verloren? Was ist das? Gut, ich packe 2 weg. Nochmal Robert, wenn ich jetzt eine behalte und die nachher nicht schaffe, gibt es die Minuspunkteanzahl, die da drauf steht. Die Karten, die du ausgewählt hast und auch die du später nachziehst, kannst du nie wieder loswerden. Ich behalte meine 3. Ich behalte auch 3. Ich gehe volles Risiko. Glaube ich. Also hast du einen abgegeben? Ja. Schüttel einmal, Alex, und gucke, welcher ausfällt. Der ist Startspieler. Das ist das andere Ding schon wieder weg. Wow, ich. Gut, Alex. Also, eine Strecke bauen. Mhm. Waggonkarten nehmen oder eine Zielkarte nehmen? Ich würde gern bauen, direkt. Gut. Oha! Wenn das geht, ist aber nicht. Wird nicht erlaubt. Wenn du Karten noch vorhanden hast, geht das. Ja, die Frage jetzt, wird jetzt direkt so eine. Bräuchte jetzt so ein Feld hier? Direkt also als erstes. Also ich starte hier und müsste jetzt hier erstmal raus. Und da brauche ich ja diesen Schnellzug. Also gibst du eine Karte ab. Okay. Eine beliebige. Weil es grau ist. Ich darf die aber schon aussuchen, oder? Oder ja, klar. Du darfst immer alle. Dann packst du einen dahin. Du kriegst jetzt einen Siegpunkt, glaube ich, ne? Einen Expresspunkt. Okay. Und der gehört uns allen jetzt. Jeder kann, hat jetzt diese Verbindung. Gut. Das, war das der Zug jetzt? Das ist dein Zug. Okay. Wie gesagt, bauen, nehmen, Tickets. Ja. Ist dieses dann. Dass sie alle schon bauen fangen. Ja. Ach so, immer nur ein Zug. Ach so. Auf das Symbol. Ach ja, hast du auch gesagt, ja. Auf das? Ja. Ja. Und du bekommst 2 Punkte. Wieso kriegst du ja 2? Achso, weil sie 2 gelegt hat. Ah, okay, gut. Das ist eine 2er-Strecke. So. Robert, wenn ich die jetzt hier brauche? Ich würde gerne. Bräuchte ich 4, richtig? Ja. Ich ziehe, also ich nehme die. Und 4 einer Farbe mit Joker kommen. Ich kann jetzt eine verdeckte nehmen. Du darfst eine verdeckte nehmen. Okay, gut. Ich nehme Orange. Und nehme noch einmal Orange. Du bist dran. Ach, sollten hier 3 Joker liegen, kommen alle Joker weg. Mhm. Wie viel von den Verdeckten kann ich ziehen? 2.
Kannst auch überlegen. Also kannst du erst eine nehmen. Mitnehmen. Genau. Und angucken. Angucken. Und dann überlegen, ob das Sinn macht, jetzt eine neue. Kann ich die jetzt nicht möchte. Das geht nicht. Von denen darfst du unendlich auf der Hand haben und die haben auch keinen Nachteil. Das ist nur eine Zugverschwendung, sag ich mal. Aber ich würde an deiner Stelle trotzdem noch eine nehmen. Also ja, ich darf schon zwei nehmen, ne? Ja. Also entweder nimmst du jetzt eine verdeckte und hast vielleicht Glück. Aber wo ist jetzt, ich meine, wo ist jetzt der Unterschied, ob ich da jetzt eine ziehe oder die verdeckte nehme? Also wenn du, nicht, wenn du die Farbe nicht brauchst vielleicht, sondern dann hast du immer noch die Chance da, deinen Orange oder deinen Dings zu bekommen. Schwarz ist, ja, ich habe gedacht, das ist die Rückseite, ich trottel. Ja, gut, Nein. Okay, gut. Das ist ein Glück. Und wie gesagt, jetzt kannst du schon überlegen, was du gleich vielleicht machen möchtest. Ich nehme eine schwarze. Okay, ich gebe dir hier. Um eins. Und noch eine schwarze. Dann ist schon der Lars dran. Dann baue ich jetzt. Ich baue diese Strecke hier. Das sind 3 und 4. Es ist eine Viererstrecke. Also musst du Lars 7 Felder vorrücken. Wo starten wir denn hier? Bei der 0. Gut. Dann ist Lars fertig. Ich ziehe verdeckt und ziehe verdeckt. Du bist. Sag doch einfach was. Oh Gott. So, fertig. Ja. Schwarz. Verdeckt. So. Der Lars. Ich muss erst mal ziehen. Die Frage ist, auch nicht das, was ich brauche. Kann ich die jetzt noch nehmen? Nee, ne? Dann nehme ich so. Gut. Ist mir egal, ich nehme nur den Joker und du bist dran. Clever. Das elendige Ziehen. Also die Hand darf unendlich groß werden, ne? Ja. Nee, dann nehme ich zwei weiße, die da liegen, bitte. Erstmal kommt ein weißer, dann wird aufgedeckt. Achso. Ist du immer noch weiß? Ja. Orange. Und die andere. Toll, jetzt wo orange. Dann hätte ich auch gebrauchen können. Ich würde bauen, und zwar hier diesen Expressway da. Also dann nehme ich jetzt so einen, den hier hin, und gebe zwei gleichfarbige ab. Drei. Das ist eine Dreierstrecke. Drei Felder. Achso, ich dachte, das eine zählt immer nicht. Dann geht das ja gar nicht. Dann gehen wir nochmal zurück. Das ist eine ganz normale Dreierstrecke. Ja gut, dann muss ich ziehen. Dann mache ich den. Und ich, was kann ich denn, ne, dann gib mir nochmal einen Verdeckten dazu. So, ich schnappe einen grünen und einen roten. Und du bist dran. Gut, ich würde jetzt bauen, mit vier weißen, und zwar diese Strecke hier. Ja, und du kriegst vier Punkte für blau. Die zählen aber nicht für diesen Weg hier, ne, das ist jetzt nur Nein. für diese. Genau, ja. Diese bekommst du hier. Da
da Siegpunkte und das ist ja auch sozusagen indirekt Siegpunkte. Du hast uns allen auf jeden Fall schon mal geholfen. Ne? Wir sind da hinten aus der Ecke schon mal raus. Das stimmt. Melanie kriegt jetzt aber zwei Siegpunkte. Zwei Siegpunkte, genau. Okay, dann würde ich jetzt das von eben nochmal warm machen jetzt. Hier. So. Jetzt bekommst du, das sind deine ersten drei Punkte. Vier Rot. Einmal die graue Strecke da hinten, bitte. Ja. Ich dachte, dazu musst du da. Ist das, das ist eine auch so eine. Das ist eine ganz egal, was meinst du denn, wieso vier? Die graue. Achso. Ich hab die gerade verwechselt mit dieser grauen, deswegen habe ich vielleicht verwirrt. Genau. Stimmt, das ist die einzige graue, die es gibt. Ja, deswegen. Und vier Siegpunkte. Sieben. Und du bist auch dran. Krass, das ist ein Fünftel an der Weg, den ich da schon gelegt habe. Mhm. Ich glaube, man muss eher nur Abzweigungen bauen. Ne? Was ist denn jetzt, wenn ich mich hier mit ihm treffe? Das ist irgendwie schädlich für mich? Nee, ne? Mit ich was? Kann ja dann seinen Teil weiter nutzen, kostenlos. Das ist ja, keinem gehört nichts. Also, es gehört keinem gehört nichts. Gut. Das ist nicht verbunden, ne? Das ist nicht verbunden, ne? Na gut, dann baue ich jetzt in diesem Dreierpark mit denen. Dann kriege ich nochmal. Uns gehört alles. Nochmal drei Punkte. Habe ich schon. Gut. Ja, du bist ja nur die Dinger gebaut. Es wird interessant zu sehen, was das bringt, wie viele Siegpunkte da unten werden. So. Wahrscheinlich mache ich gleich. Nicht dran war. Ich baue. Achso, bist du dran? Nein, alles gut. Ich baue noch. Dann könnt ihr auch schon mal was machen. Achso. Und zwei Siegpunkte für mich. Okay, gut. So, hier haben wir jetzt das gewonnen, dann müsste ich das hier ja nehmen können, ne? Ja. Ja. Ich könnte jetzt hier mit einer Karte schon nur bauen. Ja. Ja. Eine Karte geben. Dann müssen wir bei deinem Expressway noch mal einen dazulegen. Auf 9. Ja. Das war's. Das ist dann trotzdem irgendwie eine clevere Art, seine Züglein zu sparen, wenn man diese. Ich habe das jetzt gar nicht das besondere, weil das einfach der kürzeste Weg jetzt für diese eine Strecke ist, die ich erstmal mache. Macht ihr jetzt, arbeitet ihr das so, dass ihr erstmal eine fahrt oder guckt ihr parallel für beide so? Für was? Also du mal, also ich habe ja zwei Tickets, sage ich mal. Du kannst das so durcheinander machen. Weil du kannst ja das so erstmal, dass ihr eine fertig macht oder guckt ihr auf zwei, drei gleichzeitig? Also ich, je nachdem auch, was man zieht. Weil man, wenn man jetzt zum Beispiel hier, habe ich natürlich darauf geachtet, dass ich, weil da gerade grüne Karten waren, dass ich dann halt da mal einmal gebaut habe, erstmal schon mal. Ne? Ja. Und, also guckst du schon bei mehreren gleichzeitig. Ja, ja, wenn, also ich, es macht schon Sinn. Es macht schon Sinn, weil man vielleicht auch irgendwo. Wenn du immer nur verdeckt ziehst, kriegst du trotzdem nicht die richtigen. Ne? Wenn man dann zwischendurch schon mal so guckt, oh ja, hier ist vielleicht was ich gebrauchen kann. Ich kann aber theoretisch, ich weiß nicht, ob wir das besprochen hatten, überall bauen, oder? Also ich habe keinen Spieler in irgendeiner Position, von dem ich immer ausgehe. Ich kann jetzt auch hier bauen. Kannst, also, ja, okay. Sicher. Was natürlich nichts bringt, aber Du kannst auch ohne auf die Aufträge zu achten, einfach die, keine Ahnung, die Sechserstrecken bauen, um möglichst viele Punkte zu kriegen. Okay. Ja, aber ob das ratsam ist. Hm? Was machst du denn? Das weiß ich eben auch nicht. Was mache ich denn? Ich glaube. Ich brauche. Ich nehme mal die gelbe Karte. Hm. Vielleicht kommt da noch was für dich? Dann sieht es nicht mehr so gut aus. Dann nehme ich noch eine verdeckte. Was bauen. Und zwar zwei rote und ein Joker. Das sind vier Siegpunkte für Schwarz.
Was ist denn, wenn man eine Strecke fertig hat? Muss man das dann sagen? Musst du nicht. Das wird am Ende einfach. Das wird am Ende geguckt. Ja. Du musst halt überlegen, wenn du alle fertig hast, dann ja, kannst du ja wieder ziehen und dir eine neue suchen. Der Expressway ist neu. Seid ihr vorgerückt? Ich habe hier nochmal eingebaut. Melanie hat, glaube ich, den. Nee, ich habe gezogen. Nee, gezogen. Du hast gezogen. Ich habe diese Strecke gebaut. Und du bist dran. Ich muss auch mal unbedingt einen Expressway bauen. Nur einen einzigen. Mache ich auch. Damit ich keine minus 10, 20 Siegpunkte zumindest kriege. Das wäre wirklich dumm, die mitzunehmen, ne? Also ja. Einen kann man ja mal bauen eigentlich. Ja, das sind 10 Unterschiede. Ja. Vor allen Dingen ist das eigentlich auch so ganz gut, wenn du hier irgendeine Karte hast, die überhaupt nicht reinpasst oder so. Eine hast du einfach so, immer so. Zack, weg. Ja. Den Joker, da kann ich mir nehmen, oder? Ja. Dann darfst du auch nichts anderes nehmen. Achso, dann bin ich schon fertig. Dann müssen wir durch. Den nehme ich, den. Ja. Und? Gelb? Nein. Nee, verdeckt. Verdeckt. Schön. Auf der Rückseite ist Italien übrigens drauf. Ach. Ah, okay. Viele Fähren. Und da gibt es 19 Regionen. Und wenn desto mehr Regionen du angeschlossen hast, desto mehr Siegpunkte gibt es auch. Also da wollen die, dass du dich schön verteilst. Du hast 2 genommen? Ja, nee, ich hab einen genommen und einen muss ich mir jetzt noch aussuchen. Und dann muss ich gerade gucken, ob ich den verdeckt nehme oder ob ich da einen nehme. Ich nehme einen verdeckten. 2 orangene da oben nach. Wo hast du? Ottia oder so. Und 2 Siegpunkte bitte. Kannst du mir mein Netz so geben? Dankeschön. Ich nehme einmal den blauen, bitte. Und noch einen verdeckten. Ach, guck mal, der wird sogar weitergezählt hier oben. Ist ja eigentlich egal, da muss man ja wie 100 zu addieren, aber da sind die schon da. Achso, das ist uns auch noch nicht gewesen. Nee, dann könnte man es hier oben so hinstellen, um anzuzeigen, dass man vielleicht schon weiter ist. Hast du schon? Ich hab gezogen, ja. Ich nehme noch eine verdeckte. Ich habe gesehen, da wurde auch eingeschlagen. Als nächstes gleich von den Brettspiel-Geeks oder so. Die hat dann gleich wieder 28.000 oder so. Die scheinen schon ein bisschen größer zu sein. Irgendwie. Aber wahrscheinlich ist es einer von den ganz, ganz beliebten Videos. Es werden ja immer die beliebtesten. Ja, das kann sein. Ich baue einen Siegpunkt für mich. Ja. Ist doch, glaube ich, nur einer, ne? Ja. Skyjo hast du aber auch schon mal gespielt, oder? Boah, müsste ich jetzt sehen, vom Namen weiß ich es nicht. Ich glaube, ich werde mal Aufträge ziehen. Bist du schon durch, mein Freund? Ich darf ja nichts sagen, aber... Die Chance besteht. Oha, oha. Wie viel kannst oder musst du jetzt behalten? Nein. Also einfach mal zur Info, von ganz links bis fast ganz rechts würde es 16 Siegpunkte geben. Aber der Weg ist mir noch zu weit. Da würde der Expressway jetzt gut nützen, ne? Ja, das stimmt eigentlich, aber ich weiß es dann noch nicht so, ne? Und ich bin du bist. Ich habe nur einen behalten. Ich würde jetzt bauen, und zwar hier die Dreierstrecke. Mit dem hier. Okay. Ich krieg dann, glaube ich, wieder 3 da mit dem. Oh ja, du bist unser Express. Vierer. Naja, hier ist auch expressmäßig gut unterwegs. 4 für Rot. Melanie ist rot, gut. Man muss jetzt echt drauf achten, wo. Ja, das sieht so komisch unterbrochen aus, aber. Die hätten auch ruhig mal ein paar mehr Züge da reinknallen können, ne? Mhm. So, ich habe gezogen und bin raus. Also kann ich mehr. Ich glaube, in einem Spiel gibt es die Farbe Weiß. Die würde ich, glaube ich, nächste Mal dazu tun. Und dann wie so ein ICE einfach weiße Waggons hinterpacken. Dann würde das ein bisschen auffällig sein. Hast du schon gemacht? Ja.
abgezogen, du bist dran. Du hast? Ich habe nur gezogen. Ein Siegpunkt. Das war's. Gut. Ich bin, ne? Ja. Dank des Express. Ich habe das Gefühl, dass er noch ein bisschen Expressway baut. Mache ich auch tatsächlich. Ich hoffe, das klappt am Ende, so wie ich mir das vorstelle. Er scheint eine. Muss ich einen vorsetzen. Er scheint eine West-Ost-Route. Ich mache das tatsächlich nicht wegen der Punkte, sondern weil es tatsächlich für mich in meiner Vorstellung das Sinnvollste ist. So rum, aber mal gucken. Wenn du einen Auftrag hast, der 16 Siegpunkte bringt, plus 20. Ja, ist nicht schlecht. Was auch sinnig ist, wenn du mal eine Strecke baust, danke, eine 6er, und du die irgendwie einbauen kannst. Das bringt auch nicht so viel, ne? Da ist eine. Eine. Hier. Nein. Das ist eine 5er. Ist die einzige. Verdeckt. Verdeckt? Das ist, glaube ich, die einzige, Robert, ne? Oh ja, krass. Noch eine, ja. Ja, gut. Dann bin ich dran. Ja. Da weniger Joker als sonst? Das ist nee, ich habe zwei hier. Das cool. Ist das normale Ding. Echt? Das ist das, was wir immer abgrasen, abspielen. Okay. Aber wenn jetzt, wir haben jetzt alle 20, ne? Wenn jetzt jeder 50 hätte, das reicht die Karte doch gar nicht, oder? Darum ist der auch auf 20 begrenzt. Aber wir könnten das. Ach, das bin ich. Ich dachte, das machst du um Zeit zu. Ich dachte, das ist. Nein. Ich habe eine Viererstrecke gebaut 7. Und bräuchte jetzt 7 Siegpunkte da oben. Das war. Was bist du? Ich bin schwarz. Also, wir dürften aber auch hier mit 5 Leuten spielen. Also. Lars hat gebaut. Dann ziehe ich wieder Aufträge. Jetzt hast du schon mit einer Geschichte gerade bauen, hast du das schon wieder fertig gekriegt. Von hier? Nach da. Was hab ich jetzt gemacht? Was? Wo wollte ich hin bauen? Ich bin doch ein Expressway. Mach doch einen Expressway dahin, Mensch. Mensch. Da. Das ist auch ein Umweg. Da koste ich nur 2. Ja, das ist schon viel. Außerdem haben wir hier unsere Expressway GmbH oder AG. Du bist. Na, den nächsten Dreier hat er schon erstmal da unten zwischenbauen müssen. Vielleicht sollte ich über den Weg gehen. Ich hätte gern erstmal eine grüne. Kann ich auch machen. Kannst du auffüllen? Und noch eine grüne, bitte. Also um für eine Rundreise die Städtenamen zu lernen, ist das Spiel auch gut. Aha, ein Expressway. 2 Punkte für. Ach so. Ja, eigentlich egal, wie die stehen. Und eine verdeckte noch dazu, bitte. Ich nehme weiß, und du bist dran. Ich hätte gerne eine grüne erstmal. Und die andere grüne. Rosa. Und. Guck mal, wo ich gebaut habe hier. Keiner hin will. Rot. Ist auch bei Fukushima. Stimmt. Okay. Dann baue ich diese Strecke. Hast viele Joker? Ja, deswegen habe ich keine. So 4 Siegpunkte. Ja, achtet nur auf sein eigenes. Süppchen? Straßennetz oder Schienennetz. Wichtig, sollten hier noch 3 gebaut werden und sollte er noch 3 bauen, wird das Spielende schon eingesetzt.
Wann muss ich eigentlich, wann kann ich neu ziehen? Immer erst, wenn ich dran bin oder jetzt auch? Nein, nein, wenn, immer das zwischen? Ist Einzug. Das ist Einzug. Einzug. Ziehen, bauen, ziehen. Okay. Hm. Wenn hier nur noch zwei sind, ist auch zu Ende? Nein. Hier zwei und hier und, zwei. Ja. Ich habe auch. Sehr gut. Und wichtig, der das Spiel beendet, ist nochmal dran und alle anderen auch. Dreimal bauen. Das Spiel hat nicht mit ihm gerechnet, weil er hat noch nichts gebaut. Stimmt. Und nicht mit dir, der fast nah nichts baut. Aber ich glaube, ich muss hier nochmal bauen. Und Lars, ein bisschen. Ich baue einmal die Strecke hier, vier Stück. 7 Siegpunkte für dich. Na jetzt aber. 4. Das sind auch 7 Punkte, ne? Nein, nein, aber nicht das ist 4. Ach, Entschuldigung. Das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen bei euch. So. Melanie aber aufgeholt, ich dachte, ich war weiter vorne. Ich ziehe. Das war auch nicht mein Plan. Das musste ich jetzt so machen. Ich baue da oben. Ach so. Ich baue da oben die 2 Orangen. Diese? Ja. Und 2 Siegpunkte. Bringt das irgendwie extra was, wenn man zufällig seine Farbe auf seine bunten Felder baut? Oder ist das völlig egal? Nee. Wäre ja auch nochmal ein Bonus, oder? Ja, auch nochmal ein Bonus. Muss kurz überlegen. Besser ist manchmal. Rot. Und orange. Ich nehme den Joker. Na, den wollte ich nehmen. Ja, hast du doch Glück. Ja, ich nehme ihn. Wetten, hier kommt wieder einer. Du bist schon mehr. Ich nehme erstmal einen gelben, bitte. Und noch einen gelben. Yeah, wieder 4. 15. Wieso 4? Sind das nicht 3? Ja, 3. 3, stimmt, schon mal 3. Ich habe ja auch 3 gemacht. 12 auf 15. Also nur noch die Verbindung fehlt, dann ist das hier alles ziemlich gut angeschlossen. Mhm. Außer mein Fukushima Express. So ein Expressway, so ein Dreier irgendwo. Um mal einfach was dafür zu tun, dass hier ein bisschen was. Du willst doch nur, dass ich Minuspunkte. Darf man die jetzt noch verbauen, die da übrig sind? Die darfst so viele verbauen, wie du willst. Die sind ja gleich weg. Wenn keine mehr da sind, dann setzt du die dann normalen sozusagen. Das ist ja nur, um das Spielende einzulösen. Also auszulösen. So, wo kann ich denn bauen? Ach, quasi, ich kann. Wenn jemand das Spielende auslöst, zum Beispiel Lars, dann bin ich nochmal dran, du, Melanie und Lars auch nochmal. Ach so. Mhm. Tada. Hast du. Nein, hast du nicht. Hm? Nee. Dreier, hä? Mhm. So. 4. Mhm. Einmal da runter. Und 7 Siegpunkte. Hier, die weiße? Ja. Sehr gut. Der Auftrag ist auch erledigt. Tokio will keiner hin, ne? Zumindest nicht Tokio. Großraum. Tokio. Ich baue hier nochmal diesen Express. Das sind 3. Ja. 1, 2, 3. Ich nehme Aufträge. 3, ne? 3, einen musst du behalten. Neue Gummitiere. Ja, jetzt wird es wieder problematisch.
glaube, du kannst ziemlich viel. Aber ich kann nicht über Kopf lesen. Das ist das, was ich nicht kann. Diesen komischen Wörtern. Lars. Oha. Hast du Waggonkarten? Nee, gar nicht. Das ist schon mal gut. Zwei, einer weg, dann ist der Lars dran. Zwei, rosa. Wenn man anfängt zu sammeln und alles unterschiedlich ist, perfekt. Okay. Ich ziehe bitte eine und nehme jetzt die gelbe herum. Was sind denn die Baked Bits? Das ist neu, hä? Von Tuck habe ich noch nie sowas gesehen. Sieht aus wie kaputte Tux. Du bist die Eisenbahn. Ja. Ach so. Also dann packen wir das weg. Merlin, für dich auch nochmal. Wenn du die bauen willst, brauchst du nur zwei gleichfarbige. Und die baust du dann mit deinen Steinen. Mhm. Okay. Okay. So, ich habe zwei. Soll ich nochmal ziehen? Das könnte auch Risiko sein, ne? Egal. Auch wenn Lars gleich platt macht. Ich mache nicht platt. So ultra lang wird es wohl nicht mehr gehen, ne? Yeah! 10 Siegpunkte gab's. Dank deines Expressway. Hm. Von da oben, von meiner grünen Strecke bis hierhin. Ja, einfach nach einfach hin. Hm. Ach, verdammt. Also, es gibt hier wenig Frustfaktor. Eher, man möchte mehr, als man kann, ne? Nimm mal eine verdeckte, bitte. Mhm. Ja, noch eine. Hm. Manchmal hat man Glück. Ich weiß selber nicht. Na, du hast nur noch 5. Mach's gleich zu Ende, ne? Ich hab gerade nur... Ich ziehe. Sie hat ja nur, er hat ja nur 2 Karten auf der Hand. Sprich, wenn er jetzt was bauen würde, würde er das Spiel noch nicht beenden. Aber ich habe auch genauso viel nur noch. Du auch, ja, stimmt. Ich habe aber auch nur 2 auf der Hand. Ja, aber. Ich nehme mal. Das ist ja auch alles. Denk dran, du kannst hier jetzt diese Expressstrecken noch mit denen bauen. Einfach nur mit 2 Karten. Mhm. Dann nehme ich weiß. Und eine verdeckte. Weißt du so vielleicht, wie viele Jokers insgesamt sind? Ich glaube, jede Karte gibt es 12 Mal und Joker 14 Mal. Ach, ohne Gewehr. Du hast gezogen? Ich hab gezogen. Meinst du, ich soll nochmal mein Risiko hier nochmal ziehen? Hat das jetzt funktioniert? Ja. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Du hast ja nichts verloren, oder? Wenn du jetzt abgibst. Bis hierhin muss ich. Baut da einer für mich hin? Kommt
zur Wand. Die Expressways sind ja nicht verbunden. Der hier zumindest nicht, der hier nicht. Stimmt, die sind ja alle noch nicht verbunden. Da musst du noch ein bisschen bauen. Gut, ich nehme das kleinste Übel und gucke, was passiert. Ich nehme einmal die schwarze Mitte, die verdeckt. Nicht verdeckt. Und die noch. Weiß. Weiß. Und nochmal weiß. Schön wäre es, ja. Oh, der. Ja, ist klar. In dem Joker. Oh nee. Robert, sag mal, du hast ja mal gut gemischt. Zwei. Stimmt, jetzt ist, ja, jetzt ist ja kein Expressway. Das ist hier zwei Siegpunkte, genau. Das ging jetzt auch schnell die Runde. Okay. Ich nehme den Joker. Sieben Siegpunkte. So. Ich baue die Fünferstrecke hier. Fünf müssten. Fünf sind zehn Punkte. Zehn Punkte. Damit ist das Spiel beendet. Okay. Jeder von uns, inklusive Lars, ist noch einmal dran. Ja, okay. Sprich, wenn du risikofreudig sein möchtest, könntest du noch Tickets ziehen. Aber ich muss dann ja eins nehmen. Ja, deshalb sage ich ja, wenn du risikofreudig bist. Du hast ja auch ein ganz gutes Netz. Ja, aber ganz im Ernst, damit habe ich mir doch echt alles wieder in die Kacke. So. Aber ich bin ja erst als die beiden fehlen mir. Das sind also schon mal sechs Minuspunkte. Sage ich einfach mal. Ich habe keine Tickets. Ich ziehe einfach nochmal welche. Ja, da bin ich. Da bin ich. Ja, yeah. Das ist schon mal gewonnen. Hat einer das hier angeschlossen? Dank Melanie. Ja, yeah. Habe ich auch geschafft. Ja. Von wo du guckst, ne? Wo war denn deine andere Station? Die andere Station ist immer hier, da hinten. Es geht meistens von da hier hin. Mhm. Schade, hier, das hätte mir noch gefehlt. Wie hast du jetzt den erreicht? Über den Expressway? Achso, weil du ich grün das, bist. Okay. Ich habe das selber gebaut, genau. Ja. Gut, zwei behalte ich. Das ist okay. Gut. Dann packe ich den Sechser gegen Sechser. Die weg. Die packe ich gleich weg. Ein Sechser plus gegen ein Sechser minus. Man kann nur eine Strecke pro Zug bauen, ne? Hier. Dann nehme ich, baue ich eine Fünfer. Auch nochmal 10 Siegpunkte. Fünf schwarze hast du abgegeben. Ja. Dann musst du ja die nehmen, oder? 2, 4, nee, ist eine 6. Du kannst gar keine 5er bauen. Ach so. Du kannst nur eine 4er bauen. Haben wir noch eine 5er graue irgendwo? Nee. Es gab nur eine 4er graue. Ja, dann habe ich jetzt. Nimm einen schwarzen zurück, aber ist ja eh egal. Dann kannst du höchstens diese 4er schwarz bauen. Und wieso muss ich die jetzt auf blau? Also, verstehe ich jetzt nicht. Warum muss ich die jetzt auf blauen Feldern bauen? Hier sind doch auch überall. Hä, blau? Du hast schwarz abgegeben. Du hast eine schwarze abgegeben. Deswegen musst du auch diese schwarzen Strecken nehmen. Haben wir das die ganze Zeit so gemacht? Ja, nein, du nicht. Du bist Mr. U-Bahn gewesen. Das hast du immer so gemacht. Ja, hier zum Beispiel hier hast du viel Grüne abgegeben. Also ich bin ja auch schwarz auf Roten. Ja. Nein, die Farbe, das ist doch egal. Um diese Strecke zu bebauen, brauchst du schwarz. Ja. Und dann legst du deine Farbe darauf. Die dann Farbe auf den. Die ganze Zeit den Denkfehler, dann kann ich ja. Aber das hast du ja perfekt gemacht. Du hast Grün abgegeben.
Ist doch alles richtig. Ja, da habe ich es anscheinend gecheckt, aber jetzt habe ich ja ein Problem. Was kann ich jetzt machen? Die Vierer ja, da. Vierer bauen. Die Vierer kann ich nur nehmen. Ne? Ist doch in Ordnung. Das sind 7 Punkte. Also, okay. Ich hatte die 10 im Blick. Na ja, gut. 13. Ah, da habe ich gerade das verwechselt. Verdammt. Weil du so viel Expressway gebaut hast. Ja. Melanie? Baust du die nur, weil du die bauen willst? Ja, einfach so. Musst du das hier nicht verbinden eigentlich? Nö. Ach so. Ach, das hast du auch noch aus Spaß. Das habe ich nur aus Spaß. Ach so, ich dachte, dass... Nee, ich dachte schon. Mm-mm. Denkt die schon daran? Nein. So, jetzt bin ich als letztes noch einmal dran. Ja. Das heißt, ich kann du kannst jetzt nichts bauen. Das Ziehen bringt dir nichts. Ich kann nur noch überlegen, ob ich Risiko gehe. Aber ich meine sowieso, dass ich nur 3 Aufträge habe, dass ich nicht viel machen kann. 3 Zimmer, ne? Ja. Kannst du auch was zeigen. Akita Miyako. Oh Gott, das muss hier irgendwo. Wo ist denn das? Hier so, oben. Ja. Akita Miyako. Das ist das. Ja. Die gibt es nicht. Die gibt es nicht. Aber du hast Glück. Es wären nur 2 Minus, genau. Muss ja. Ich mir nochmal merken. Kinza Kita Senju. Hier drin. Hier hat keiner was okay, gebaut. Dann die auf jeden Fall nicht. Oh, und jetzt sieht man diese komischen in den hier oben drin. Ja. Nicht. Dann muss ich 2 Minuspunkte nehmen. Gut, ärgerlich. Das ist richtig ärgerlich. Zack. Gut. Lass uns mal das erstmal machen. 20 Siegpunkte für Alex, 10 für Melanie. 0 für mich. Und ich minus 10. Minus 10. Mhm. Ja. 13. Gut, da ich da ganz hinten bin, starte ich mal. Meine minus 6, meine plus 6 habe ich ja schon weggekickt. Mhm. Ich habe einmal eine 12er. Von hier unten, schön dahin. Dann packe ich da die 8er drauf. 20, machen wir 20. Das sind 33. Dann 10. Dann addiere ich mal. 8 plus 8 macht 16. Plus 5 macht 21. Plus 3 macht 24. 24, also 63, 67. Alex. Die eine habe ich nicht, das weiß ich. Also ich habe schon mal 8 Minuspunkte, oder? Ist doch, wenn man die nicht geschafft hat. Wenn man die nicht geschafft hat, hast du die nicht geschafft? Die Tokio nach da oben, Hakodate. Ja. Da ist ja nichts hin. Das sind 8 Minuspunkte. Hattest du die nachgezogen, oder? Nee, die ich von Anfang an nicht hatte gehofft, dass wir da hinkommen. Aber die andere habe ich geschafft. Also Hakata nach Tokio, das ist hier die... 10. Das sind plus 10 und das war's dann auch schon. 36. Das war's. Mhm. Das ist nicht so clever nur auf den. Also ich nee, du mal hättest mal ein paar ziehen sollen. Die Idee war eigentlich ja erstmal nicht schlecht. Ja. Ich wäre so aufgegangen. Die habe ich alle geschafft hier. Hast du die 14er geschafft? Ja. Krass. Das ist. Oh ja. Dank der Hilfe hier. Ach so. Von allen Leuten. War das ganz gut. Okay, also das sind 8. Wo bin ich? Hier. 30. 30. 38. 44. 44. 48. 58. Okay, ich habe 7, 4 und 3, 14 noch dazu. 45. Jo. Robert mit großem Abstand. Jo. So, damit ist Japan durch und jetzt kommen wir auch gleich zum zweiten Let's Play, nämlich Italien. Mats ab. Dann beginn mal. Ja. Warum ist das eigentlich nochmal eingezäunt? Also ich fahre. Glaub, Christ. Ich will nur 3 behalten. Ich auch. Melanie. Und diese Fernkarten, wie kriege ich die? 10. Statt die kann ich dann die nehmen, oder? Aber genau. Nur 2, ne? Ja. Eigentlich verlängert es dadurch noch ein bisschen. Aber man kann schnell hier bauen, ne? Mhm. Wo sind meine Karten hin?
Hast du alle weggelegt? Die hast du dir jetzt die gerade. Doch die Aufträge. Du hast dir dann gar keine gegeben. Doch, hatte ich. Ah, die hast du irgendwo untergesteckt, dass du gleich gut bauen kannst. Keine Ahnung, wo die abgeblieben ist. Oder habe ich mir. Ist egal. Ist egal. Im Ärmel. Hier ist nichts dran. Ach ja, Doppelstrecken können wir bauen, da wir ja zu viert sind. Ja, okay, dann fangen wir an. Wo war das jetzt noch? Hä, wieso habe ich die denn mal an? Wieso habe ich vier? Dann pack noch eine weg. Ist ja noch nichts passiert. Wollte ich die behalten? Oder habe ich eine falsche weggepackt? Ne, die will ich auf keinen Fall. Ja, man kann ja nachziehen. Ich habe zwei Karten da. Ach komm, was soll der Geiz? Ich spiele diesmal auf Risiko. Passt. Ist mir noch ein Gummitee? Du hast zwei verdeckt genommen? Ja. Na gut. Seid ihr mal an. Gib mal zwei verdeckte. Finde ich gut. Lars? Cool. Schön zwei Joker abgekrast. Ach ja, und das Spiel endet, sobald jemand nur noch zwei oder weniger hat. Dann gib mir bitte mal zwei Grüne. Auch einmal grün und einmal schwarz. Und die Siegpunkte, die man bekommt, stehen hier. Ach ja, es gibt hier eine 7er Strecke, die gibt es ja sonst seltener, die gibt 18 Punkte. Bin ich schwarz? Mhm. Ich denke eine Wasserstrecke, oder? 7? Die wird 2. Hier auch eine 7. Hier auch eine 7. Drei Joker, alles weg. Toll. Hast du noch? Nee, nichts mehr. Ich nehme orange den Joker. Nee. Nur Joker darfst du nur Joker oder sonst nichts. Achso, ja, dann gib mir den Joker. Ich möchte bauen. Jetzt schon. 3 macht bitte 4 Siegpunkte für Grün. Ich nehme 2 Fährenkarten. Melanie. Ah. Zurück. Eine Fährenkarte darf man nur nehmen. Okay. Aha. Und dann keine von den anderen? Das ist eine ganz normale Aktion. So wie eine Joker-Karte oder sowas. Ja. Kevin? Ich baue. 4 Siegpunkte für dich. Nicht vergessen. Ich hätte gerne eine gelbe und eine schwarze. Ich gebe diese Karte ab, 2 schwarze ab. Und die kann ich hier einfach wieder auflegen. Ja. Und baue einfach die hier. Das sind 4, das macht 7 Siegpunkte für mich. Hast du dir auch Siegpunkte gegeben? Hier für Schwarz? Das ja, habe ich. Die habe ich. Ach. Hattest du schon mal eine Lehre? Sorry. Ich krieg 7. Moment. Ich war schwarz. Hast du schwarz ausgesucht? Ja, schön. Du kriegst 7. Okay. Wer war jetzt dran? Ich. Melanie. Hm. Du hast jetzt schon, oder jeder von uns hat jetzt 2 Regionen angeschaut. Aber nutzt du jetzt auch diese Strecke? Nein. Ich habe diese Region und diese Region. Nee, ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel nach
Okay, du das müsstest. Dann müsste ich einen Umweg fahren. Umweg fahren, ne? Ja. Okay. Darum? Oh, jetzt halt Wegezoll. Wenn man das zu fünft spielt, ist dieser Stiefel, ich glaube, richtig heftig. Ist schon recht eng, ja. Du darfst. Ich nehme zwei Karten. Verdeckt. Das ist Mr. Verdeckt. Dadurch wird durch die Fernkarten wird das so ein bisschen beschleunigt, dass man nicht so unendlich immer ziehen muss. Weil bei den sonstigen fairen Karten musst du ja immer mindestens einen Joker haben. Das zieht das Spiel, glaube ich, auch dadurch in die Länge. Zwei Siegpunkte für Grün. Grün. Ich nehme eine fairen Karte. Gelb. 7 Siegpunkte für Gelb. Ich mache. Ich baue eine weiße Strecke. Jetzt hast du schon drei Regionen angeschlossen. Ich bin dran, ne? Also dann müsste ich jetzt ziehen wahrscheinlich. Ziehen, ja. Und zwar hätte ich gerne eine blaue. Was kommt denn da noch? Weiß. Weiß nehme ich auch, ja. Ich baue mal wieder. Wieder eine Fähre. Und 7 Siegpunkte für Bilder. Ich nehme nochmal so eine verdeckte. Nehmen wir einmal die rote. Und dann noch eine rote. Zwei verdeckte. Ein Siegpunkt für Grün. Einmal ein Weiß hier. So. Eine Fährenkarte. Also gleich. Melanie. Vier Siegpunkte für Gelb. Zwei Verdeckte. Der Flussweg ist auch eine Alternative. Für 4 für Grün. Ich nehme eine Flusskarte. Fähren. Das ist nicht.
Verdeckt? Hm? Verdeckte? Nee. Verdeckte Ermittler? Ich bitte die rote. Die blaue. Ich hätte gerne die, die Orange. Schon nach Farben. Und einmal noch eine verdeckte, bitte. Zwei Fährenkarten plus drei rote. Nee, das hier hin. Wie viele fehlen dir noch? Eine. Das ist eine Sechser. Jupp. 6 macht 15 Sekunden. Ich glaube, Robert, der erfüllt gar keine Dings, sondern der macht einfach nur die ganze Zeit diese langen Strecken. Ich gebe ab, ne? Du bist dran. Die Auswahl war hier lang oder da lang. Und ja. Die fairen Karten sind eindeutig schneller. Stimmt. Hm, du bist. Hä? Ich habe schon mal... Was? Du hast schon was gemacht? Oh mein Gott. Was hast du denn jetzt? Verdeckt. Nee. Ich baue zwei Orangen. Zwei Siegpunkte nicht vergessen. Hm. Zwar erstmal eine verdeckte. Wahrscheinlich. Und dann nehme ich eine gelbe. Was mir gerade auffällt ist, den Landweg, da gibt es gar keine grauen Strecken. Da musst du immer die Farben sammeln. Mhm. Stimmt. Sonst war das ja so, dass du auch auf dem Landweg zumindest graue hast und dann die Auswahl. Aber jetzt ist es ja echt blöd. Da ist ja wieder ein Joker. Oh. Achso, der liegt hier. 4 für gelb. Baust du? Mhm. Einen ganzen. Einen ganzen Siegpunkt. 4 für grün. Ich nehme einmal die Karte. Oh, die Karte. Rosa. Kann man Umwege fahren und gucken. Ein Siegpunkt. Mhm. Gelb. Gelb. Da unten. Ach, grün. Der hat sich versteckt. Den Joker? Du bist, glaube ich. Den Joker. Und? Schade. Kein Lila. Ja, gib mir mal zwei von den Rosanen. Ja, irgendwas müssen die ja mal gut sein. Bist du sicher? Ja, wir brauchen eine Fährenkarte? Wir brauchen neuen Input. Ich nehme auch mal eine Fährenkarte. Vier rote. Hier? Ja. 7 Siegpunkte für dich. 17. Zwei rosa. Oh, jetzt mag ich jetzt sie. Sie so. Ich nehme eine Fährenkarte. Muss man sich nicht viel überlegen, einfach nehmen. Ich auch. Kevin? Quere? Ja. Du bist noch dran, ne? Ja. Zwei Siegpunkte. 7 Siegpunkte für Grün. Drei von denen, 4 von denen. Bist du schon wieder über das Wasser? 18 Siegpunkte. Ganz ehrlich, hier wird's voll. Ich muss eine Abkürzung machen.
Robert, ey. Kannst du mal 18 vorgehen? Nee, ich so weit kann ich nicht zählen. 39 und 8 sind 57 da oben. So. Ja. Tja, was machen wir? Da gehen auf jeden Fall gut Zügel bei drauf. Zwei rote. Ich nehme mir eine Ferienkarte. Fängst du jetzt auch an? Er schließt sich uns an. Grün. Verdeckt. Ich habe jetzt zwei Dinge. Und dann noch, genau. Drei? Drei weiße. Also wieder 18. Mal für wieder. Dings, ne? So 16 sind 26 und 8 und 34. Jetzt geht's los. Für noch ein paar. Ein Rot, ein Weiß. Also ich nehme mir noch eine Ferienkarte. Ein Weiß. Ich nehme mir Grün und schau mal, was kommt. Was ist das da? Nämlich. Die Gelbe. So, Melanie, du bist schon da. Ja. Ich baue mit drei gelben und zwei Ferienkarten. Auch 18 für dich. Ich bin raus. Die hohen Zahlen hast du. Da bist du. 18. So, passt der perfekt. 40. So. Drei Grüne auf nach Pisa. Und vier Siegpunkte. Das Problem ist, ich habe jetzt nur 1, 2, 3, 5 Millionen. Jetzt bauen wir bereit. Nee, wenn der dritte Joker kommt, sind alle weg. Macht nichts. Okay, wenn also, du baust, gut. Und du? 4 für Schwarz. Was? Achso. 1, 2, 3, 4 So, möchtest du einen Joker? Nee, ich nehme Weiß. Und zieh noch eine. Ja, jetzt kommt er weg. Dann gucke ich mal, was da ankommt. Gefällt dir was? Dann gib mir nochmal eine Weiße. So. Was hatte ich gesagt? Wie viele Tickets zieht man? 4, oder? Das weiß ich nicht, musst du sagen. 4 und einen musst du? Oder 3 und einen musst du? Nee, ich glaube 4 und einen muss ich. Ja, 4 und 1. Gut. Du bist? Er hat ja gezogen. Ich kannst ruhig was bauen? Ich behalte einen, die anderen kommen runter. Ein Kumpel? Gelb. Gelb. Ich nehme einmal Rot.
Gelb, ja, sorry. Ja. Das andere Rot, ja. Das andere Rot. Ja, doch, dann gehen wir doch Rot. Dad. Ich nehme einmal Weiß, bitte. Gucken, was noch kommt. Ich hätte dann gerne Gelb noch dazu. Ich einmal Lilla, ein Siegpunkt. Zwei Siegpunkte. Schwupp. Rot. Diesmal wirklich. Gibt ja auch kein Gelb, ne? Und verdeckt. Ich mische mal. Bin ich dran? Ja. Dann machen wir die drei Weißen noch dazu. Jetzt wird hier gebaut. Vier Siegpunkte. Schwupp. Boah, das ist, der hat aber eine gute Nord-Süd-Gerade runter. Ne? Da kann er gut die Punkte absahen. Ne? Lars hat was gemacht. Ich habe was gemacht. Blau. Und verdeckt. So. Also für eine Fernkarte geht auch ein Joker. Oder? Ja, ja, ja. Also das Blau, Blau, Joker, Joker. Mhm. Oder viermal Joker. Mhm. Oder hier Fähre, Fähre, Joker. Also eine Fährenkarte, ein Joker. Aber guck mal, wir alle haben eine Nord-Süd-Route. Mhm. Haben uns da irgendwie durchgeschlängelt. Das ist vier, richtig? Ja. Das sind dann nochmal vier. Also das sind drei, also vier. Das ist einer. Für Schwarz, Lars. Was haben wir da liegen? Gib mir mal zwei Schwarze, bitte. Gut. Dann Orange und verdeckt. Siegpunkte, schwupp. Ich nehme einmal Schwarz, schaue dann mal weiter und warte nochmal. Joker ist, durch die Fernkarten sind die Joker nicht mehr so attraktiv. Genau. Ich nehme dann nochmal Schwarz. Ich schnappe mir die blaue und eine verdeckte. Dann baue ich. Das sind vier, also sieben dazu. Da kommt nichts. Verdeckt. Oh. Verdeckt. Oh. Man kann gar nicht mal einen Joker nehmen. Wo soll's hin? Da. Diese? Da. Drei macht vier. Still, ja. Verdammt. Komm her. So eine Pinzette holen. Das ist ein Zugunglück. Alles noch gut. Aber hier ab ins Meer. Hast du schon? Ich hab zwei. Ah, okay, gut. Ich hätte ganz
gerne. Was würde ich denn gerne? Ich nehme einmal die gelbe. Oh, das ist gut, dass da mal was Frisches kommt. Was Frisches. Und dann nehme ich eine verdeckte. Das ist nicht gut. Ich muss ja wieder verdeckt. Verdeckt. Ich habe zwei Optionen. Keine davon kommt. Zwei. Also zwei. Zwei Fähre, drei Weiße. Und die gehen nach Croatia. Croatia? Na gut. 18. 26 plus 18. 54? Nein. Was? 44. 44. Was liegt da? Das sieht nicht gut aus, dann nehme ich mir eine Fernkarte. Ich ziehe die ja verdeckt. Ich ziehe Tickets. Vier? Ja. Musst einen behalten. Zwei Siegpunkte. Und zwar schwarz war es, ne? Ja. Ich gebe dann wieder meine Fährenkarte ab, plus zwei von denen. Dann mache ich hier eine Verbindung. Wo ist denn das? Und ich kriege dafür irgendwie sieben. Ein paar Siegpunkte. Oder? Das ist eine Dreierstrecke, also doch nur vier. Ab. Da hängen ja alle auf. Oh nein. So. Also, drück mir jetzt mal die Daumen. Ja, wofür? Wieso du jetzt? Hä? Wieso du denn jetzt? Sie war doch einfach dran. Ja. Aber das war ja nicht in ihrer Runde. Ach so. Wir haben ja weitergemacht. Ach so, Entschuldigung. Melanie ist jetzt direkt dran. Entschuldigung. Du hast ja deine Strecke gebaut. Ja, ja, ja. Er hat gebaut, ich habe gebaut. Ach so, sie hat in der Zeit geguckt, in Ruhe. Ja, ja. Entschuldigung. Alles gut. Ja, passt alles. Wir sind ja noch nicht so eng, dass du durch dein Bauen Melanies Entscheidung gravierend verändern könntest. Nee, sie ist auch relativ abseits von meiner Strecke. Nein, nicht ganz. Ach ja, im Übrigen, es gibt keinen Bonus für die längste Strecke oder für die meisten Aufträge. Sowas gibt es hier nicht. Wie gesagt, habe ich eigentlich nur noch so wenig. Weil du, guck mal, was du hier gebaut hast. Erzähl durch. Ich guck gerade bei Robert an, sag mal sowas. Robert hat so viele Siegpunkte und hat noch so viele Züge da liegen. Ja, hier. Zweimal 18, ne? Krass. Das sind drei? Mhm. Drei macht vier. Sie sind nach Frankreich. Bist du angekommen? Nein, noch nicht. Vier? Vier. So, ich darf ziehen, ne? Dann nehme ich mal zwei Rosane. Ich baue hier. Das bringt deine Entscheidung nicht so. Ich habe Orange oder Blau die ganze Zeit gesucht. Du kannst dir Zeit lassen, du bist selber wieder dran. Kevin. Mhm. Achso, hier auch mal auffüllen. Warte, auch nur ein. Auch nur ein. Guck mal, was ich gezogen habe die ganze Zeit. Alter, dafür habe ich jetzt theoretisch was. Theoretisch. Und der ist auch erledigt. Der schüttet das für nicht hin. Brauchst du wieder neu? Kevin ist noch dran, ja. Du hast uns da was präsentiert. Wo ist denn der jetzt abgeblieben? Da. Den 25er hast du nicht genommen. Von hier oben bis unten zum Schuh. Brauchst du jetzt auch welche? Ja. Ich komm da statt aber hin. Er darf noch machen. Achso, wieso? Er zieht doch. Das ist doch eine Aktion. Nein, er hat gezogen. Dann hast du gemacht. Ich gemacht. Melanie gemacht. Er ist dran. Achso, okay. Was möchtest du machen? Bist du denn Bergamo?
Milano. Milano, hier. Da. Ach doch, was ist denn? Hast du schon fast angeschlossen. Dann brauche ich noch den grünen. Du bist dran, also nimmst du dir einen grünen. Jo. Jetzt bist du dran, Lars. Und jetzt? Und ein verdecken. Ach ja, Entschuldigung. Das macht ja nichts. So, was haben wir da? Wir haben... liegen... Ich habe erst 4 Aufträge. Und das sind 4 Luschi-Aufträge. Ziehe ich... 2-mal verdeckt, bitte. Oder, ja, 2-mal verdeckt. Ich baue 2-mal rot, habe jetzt Sardinien alle 3 abgefrühstückt, also zählt Sardinien für mich jetzt als 2 Regionen. Was sagst du das an? Ich schau das einfach mal an. Okay, dann sag ich auch an. Hast du auch. Oh, nicht schlecht. Gut. Ach so, weil du alle 3 verbunden hast. Ich habe auch alle 3 verbunden. 4. 4. Ach, 4. Melanie wird das wahrscheinlich auch machen. Mir fehlt ja auch nur noch einer. Wo? Unten. Ach nee, du bist ja. Nee, das ist Melanie hier doch. Da zwei unten. Fehlen. Zwei fehlen mir aber noch. Ach so, ja. Gut. Naja, brauche ich nur die Verbindung grün. Ja. Ah nee, da auch noch. Quatsch. Und auch noch. Ja. Ups. Sind aber ja nur 5 Karten. Aber Lars hat nicht mehr so viele. Das ist ein Problem. Ja, der macht ja wieder Schluss. Ehrlich. Du bist. Ja, ich mache den ersten Strich auch dicht. Ja, ein Siegpunkt für dich. Was liegt da? Mal was schön unterschiedliches. Haben wir noch einen Nippon? Nochmal Schluss. Wie viele Züge immer noch? Ich habe noch 10 Stück. Und wenn alle wechseln, oder? Nein, wenn er 8 noch weg hat, dann hat er nur noch 2 oder okay. Weniger. Und dann ist jeder von uns nochmal dran, inklusive er. Okay. Bitte 4 Aufträge. Hast du meine Siegpunkte weitergemacht für die 2 Siege? Nein. 1, 2. 4 Aufträge, bitte. Auch nochmal Aufträge. Mhm. Das siehst du richtig. Dann bin ich ja jetzt dran mit ziehen. Wieder, ne? Das haben sie gut gelöst. Oder bauen. Da liegt aber nicht so richtig, was mir gefällt. Dann baue ich was. 3 runter. Mhm. Also ich behalte wieder nur 1. Zweierstrecke. Mhm. 3 grüne. 4 Siegpunkte. 1. Was gemacht? Noch nicht. Melanie hat gezogen, richtig? Mhm. Ja. Gut, dann nehme ich 2 Verdeckte.
Ich nehme eine verdeckte auf jeden Fall. Guck mal, was es ist. Und nehme noch eine verdeckte. Dreimal gelb. Das sind 4 Siegpunkte. Und ich habe jetzt auch nur noch wie Lars. Ne, ich habe 9. Lars hat 8. Oh, 2. Verdeckt? Mhm. Nehmen wir mal einen verdeckten. Und du mal Schluss. Nein, noch ein Verdeck. Lars muss nur eine große Strecke bauen, ne? Ja, das sammelt er gerade für. Ja. Ehrlich gesagt, ich habe nur von jeder Farbe einen. Das ist zum Kotzen. So. Was ist jetzt die beste Alternative? Nochmal Aufträge ziehen oder Regionen anschließen? Tja, das überlege ich auch. Gerade so zum Schluss, was war das Beste? Mit Aufträgen machst du mehr Punkte, gar nicht unbedingt. Die Region habe ich noch nicht. Dann fahre ich da jetzt mal hin. 3. Macht 4 Siegpunkte. Schwupp. Habe damit jetzt nur noch. Ich habe aber nur 2 Karten auf der Hand. Also ich kann noch nichts. 2 habe ich. 2. Hast du gezogen? Dann ist er dran. Achso, dann bist du dran. Ich brauche wieder 2 Verdeckte. Da fehlt was, ne? Ja. Irgendeiner Bunker, die. Darf man nicht mit dem Nachbar tauschen? Ja. Nehmen wir mal eine Verdeckte. Fiete blaue Bohne für rote Bohne. Ja. Und noch eine. Welches Spiel suchen wir? So. Gelb. Alles echt eng da. Verdeckt. Geht. 2 Siegpunkte. 2 Verdeckte. Gibt ja keine. Mann, zieh doch mal. Oh. Ja, nehmen. Ungefähr. Noch mal eine verdeckte einmal. Kevin, bau irgendwas. Mach ich jetzt auch. Bleibt mir nichts anderes übrig. Aber. Gut. Ich baue 2 gelbe. Noch mal eine Region. 2 Siegpunkte. Habe nur noch 4. Habe. Vielleicht noch 2 Runden dann. Beende ich vielleicht, weiß ich noch nicht. Warum liegen da jetzt so blöde? Das hat jetzt auch nur noch 4. So, wo bin ich denn? Da bin ich. Ich hab
habe mir da unten alles zugebaut. Ich komme gar nicht richtig mehr runter. Schwarz macht sich da extrem breit. Grün bin ich schon. Wie war das nochmal? Du kriegst, wenn du hier überhaupt raufkommst, kriegst du einen Punkt. Einen Punkt. Also einen Punkt, eine Region. Eine Region. Jetzt habe ich da zwei Regionen. Weil du 1, 2, 3, diese drei Dinger miteinander verbunden hast. Genau. Das heißt, ich müsste wahrscheinlich hier unten versuchen, diese Strecke noch zu bauen, oder was? Genau. Damit ja, und diese. Hier besteht aus 4. Hier besteht sogar 5. Achso, nee, das kriege ich ja gar nicht mehr hin mit 4 mit ja, Dingern. Du hast den hier und den hier. Ah, nee, du bist grün, ne? Ich bin grün. Den hast du schon angesetzt. Ja. Den hast du angesetzt. Du würdest aber die beiden noch schaffen. Hier? Du musst die beiden noch haben. Und die. Ja. Ah, okay, ja. Hm. Außer du schaffst mit denen andere. Aber das gibt dann noch einen zweiten Punkt sozusagen, ja. Wenn ich das jetzt mal. Aber ich kriege zum Beispiel, könnte zum Beispiel, ah gut, das sind ja auch, ich habe ja nur noch 4. Wenn ich jetzt hier 3 mache. Das wäre auch ein Punkt. Das wäre auch ein Punkt, ja. Dann hätte ich aber nur noch einen übrig, das bringt auch nichts dann. Gut, ein Punkt, ein Punkt. Je nachdem, was einfach ist. Das ist gerade nicht fast egal bei dir. Wer war denn? Lars, oder? Bin ich dran? Ich glaube schon. Du hast doch gerade. Nein. Doch. Ich hatte vorhin. Ich habe gezogen. Und du hast. Hast du was gemacht, oder? Ich hatte. Nee. Dafür habe ich meine Punkte gekriegt, ne? Du hast 7 Punkte gerade bekommen. Du bist von 59 auf 66 gegangen. Okay, gut. Dann habe ich 2 Verdeckte gezogen. Ich auch. Gut, dann war ich noch nicht dran. Ja, gut. 2 Siegpunkte für dich. Du bist. Mhm. Wir haben gerade gucken, wo ich hin kann. Ich kann mir diese Region noch holen. Das geht nur mit Gelb. Ja. Sonst dann hier komme ich nicht weiter. Hier in der Mitte habe ich eigentlich, habe ich den schon? Mhm. Nee. Das wären 2 Gelbe. Das wären 2 Gelbe. Dann gib mir mal einen Gelben. Verdeckt. Und ja, nimm mir mal einen Verdeckten. Komm. Was soll der Geiz? So. Den habe ich. Ich brauche. Den grünen habe ich. Komm, einmal versuche ich es noch. Ja. Okay. Vier macht 7. 2 Orange. Dass wir so dicht beieinander sind, ist auch bis jetzt sehr selten gewesen. Ich baue die 2 hier. Es wird die letzte Runde eingeleitet. Jeder von uns ist noch einmal dran, inklusive Lars. Ja, aber nur noch mit Bauen wahrscheinlich. Weil du könntest das Risiko Trau dich. Schön so eine 25er, die man nicht schafft, das ist doch hervorragend. Oh, du ziehst sie und denkst so, oh, passt doch. Gut, ich baue nach Schweiz. Schweiz. Das sind immerhin 4 Punkte. Kannst du noch aus der Route? Ich habe aber blaue. Blaue? Ihr 3?
Kannst du einfach so bauen. Ja, das ist nicht so schön, ne? 4. Ich glaube, warte mal ganz kurz. Ich glaube, die Nachbarstaaten zählen nicht dazu. Um zu deiner Frage. Genau, also das hier sind alles keine Regionen. Also ich habe das nicht wegen der Region gemacht. Ach so, doch nicht. Sondern, nein. Das ist ja keine italienische Region. Es geht nur um italienische Regionen und das sind die mit diesem Untertitel. Verschließen. Aber wenn die nicht mit meiner Strecke zusammenhängt, dann ist es auch keine Region. Dann müsstest Region, du mindestens 5 haben, ne? Ja. Das habe ich ja. Also einfach nur. Du bist so. Gelb. Es geht aber nur noch da. Blau. Ach so, um möglichst viele Siegpunkte zu haben. Ja, das ist ja. 3 ist ja das höchste, was ich habe. Ist egal. Holt er sich also noch eine Region und 4 Siegpunkte. Genau. So. Ich bin jetzt der Letzte. Ich habe gerade, glaube ich, gecheckt. Das Grüne kann ich, glaube ich, nur noch diese Strecke bauen. Da. Deine Karten kannst du schon mal geben. Da brauche ich 2 Rote. Was hast du denn? Hier brauche ich 2 Rote. Ja, ich habe hier, das bringt mir gar nichts. Das sind 3. Ich glaube, ich kann nur noch diese bauen hier. Sonst keine Möglichkeit. Ja, dann würde ich das machen. Das bringt 4 Siegpunkte, das bringt 1 Siegpunkte. Aber ich habe dann nur noch 2 Waggons. Ach, du hast nur noch 2 Waggons. Ja, dann brauchst du das. Das bringt immerhin 2 Siegpunkte. Ach so, du meinst einfach frei in die Natur. Ja. Alles andere. Okay. Wenn du eh nichts anschließen kannst. Oder das hier, ich brauche. Ja. So. Ich würde sagen. Dann schauen wir uns jetzt erstmal unsere Aufträge an. Habe ich gerade. Achso, hast du schon. So, Melanie, du warst Startspielerin. Was hast du über deine Aufträge? Ja, ich habe alle. Ich hab 5 Aufträge. Ich auch. Alle bestimmt? Ja. Gut. Okay, die bestanden haben. Gibt keine Minusen. Doch. Okay. Verdammt. 8. Wollen wir dir 8 gleich abziehen? Oder ziehst du die 10 gleich ab? Gut. Und Melanie? 28 Siegpunkte. Ja, das war Glück, den hatte ich schon fertig bis auf einen Stück davon. Alter, wow, das ist nicht mehr zu toppen. Ey, ich habe hier. Ich habe gerade mal 46 insgesamt. Mach mal dein. Also, das sind 28 plus 28 sind. 48. Alter! Also 48 hast du. Nee. 56. Plus die 4. Macht 60. 65. 75. 82. 82 zu 66. 82 hast du gesagt? Mhm. Also 88 plus 100. 48. Alter. Und das ist ja noch nicht das Ende der Fahnenstange. Kannst deine Region gleich mal zählen. So abgezogen, ich kann noch 37 dazu. 37 für Schwarz. Mhm. Das ist einfach zu rechnen. 97. Oh Gottchen, wie süß. Da. Ich habe 45 dazu. Das sind 100. 108 plus 5, oder? Ja, 113. Gut, 20, 39, 46, 46. Macht 80, 120. So. Gut, wie viele Regionen haben wir jetzt? Ja, keine Ahnung. Ja. Gut. Am besten fangen wir mal bei Kevin oder bei Melanie an. Melanie ist gelb. Das da unten ist eine Region. Das fehlt hier noch.
Ja, das fehlt. Zweite Region. Dritte Region. Vierte Region. Fünfte Region. Sechste Region. Siebte Region. Achte Region. Richtig? Mhm. Mhm. Und hier? Das ist ja aber eine einzelne. Hast du den schon? Die ist nicht verbunden. Das ist das Gleiche. Ach so, stimmt. Also acht. Acht sind sieben. Das ist nicht viel. 155. So, Kevin. Oh mein Gott. Das heißt, hier habe ich ja schon die 4 plus die ganze Richtung sind 5, richtig? Was nochmal? 4, oder nicht? Du hast hier, du hast eine Region, genau. Plus 1, macht 2. Ach so, also die zählt als 2. Die eine einzelne zählt 2. 2. Genau. Dann haben wir hier 3, 4, 5, 6, das ist 7, das ist 8, 9, 10, 11. Das ist nicht schlecht. 11. Ach, da ist 11. 22. 97, 99, plus 20, 119. So, gucken wir mal. Eine Region. Zwei Regionen. Drei Regionen. Vier Regionen. Fünf Regionen. Sechs Regionen. Sieben Regionen. Acht Regionen. Neun Regionen. 10 Regionen, 11 Regionen. Ja, sind auch 22. Sind auch 22. Sind 15 plus 20 sind 35. 35. So, wie viel habe ich denn? Gar nichts. Also Kevin hat wie viel? 119. 119. Lars hat 135. 135 und Melanie 155. Jetzt kommst du noch. Vielleicht 10 oder so. Hm? Ich habe ganz wenig Region. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oder? Ja. 10 sind 16. 16. Dann sind es 36. Oh, knapp. Krass. Das war heute alles sehr knapp. Aber Melanie hat Haushoch. Haushoch. Ich hab Glück gehabt, weil diese 28er, die habe ich geschenkt gekriegt. Aber halt. So, damit sind wir bei den zwei Let's Plays durch. Habt ihr bis jetzt irgendwelche Fragen oder Anregungen? Dann ab in die Kommentare. Sucht ihr noch mehr zu Zukunftszug? Hier oben in der Infocard, beziehungsweise hier oben findet ihr noch über 110 Regelerklärungen zu alten, neuen und klassischen Spielen, so wie viel, viel mehr. Aber jetzt kommen wir zu meiner Meinung, beziehungsweise erster Eindruck. So, meine erste Meinung zu Ticket to Ride, beziehungsweise Zukunftszug Japan mit Italien, die Erweiterung. 2 bis 5 Spieler ab 8 Jahre und ca. 30 bis 60 Minuten. Der Preis, wir schwanken so um die 40 Euro. Kommen wir zum Inhalt. Wir haben hier eine Karte, die doppelseitig ist, haben dann Expresszüge für Japan und ein paar spezielle Marker und haben dann selbstverständlich hier die Tickets, also die Zielkarten, wo man hin will. Zusätzlich gibt es dann auch noch Fährenkarten und hier unten haben wir auch die Ticketkarten, die Zielkarten und das war's mit dem Inhalt. Das Design ist absolut Zukunftszug typisch, richtig schön. Was mir auch sehr gut gefällt, dass die Karten wirklich groß sind. Es gibt ja manchmal so etwas kleinere Karten, die sind schön groß. Das hat uns sehr gut beim Spielen gefallen. Die Anleitung ist wie immer kurz,
Die Hauptanleitung ist etwas größer, aber die kennt ihr ja, beziehungsweise findet ihr hier oben. Und die andere ist wie immer nur eine beziehungsweise zwei DIN A4 Seiten, da kommt man ruckzuck rein. Die Schwierigkeit bei Italien, hier auf der Karte zu sehen, im mittleren Bereich des Schuhs ist es halt sehr, sehr eng. Da muss man dann meistens über die Fähren gehen, aber wenn man mit 5 Leuten spielt, wird es risikoreich, ganz nach unten in den Schuh zu wollen. Oben ist viel Platz, aber unten wird es dann richtig eng. Japan sieht da schon wieder ganz anders aus. Da kommen wir jetzt eher schon zur Spielmechanik und Spielidee. Bei Japan, hier in der Karte zu sehen, gibt es einen Weg, der einmal durch Japan durchgeht. Das ist ein Expressweg. Den baust du nicht alleine und das sind nicht deine Wege, sondern den baut ihr zusammen und jeder darf ihn nutzen. Das sind also allgemeine Schienen. Und für jedes Bauen an diesem Expressweg bekommst du sozusagen Punkte. Und wer dann die meisten Punkte hat, der bekommt am Spielende nochmal ordentlich Siegpunkte. Das macht das nochmal zusätzlich interessanter. Und man hat sehr wenig eigene Waggons. Dadurch macht man eigentlich nur die Abzweigung von diesem Expressweg. Also ein ganz, ganz anderes Spiel. Das hat uns auch sehr gut gefallen. Und hier gibt es zwei Großraumansichten von zwei Städten, wo es dann mit U-Bahn weitergeht. Also bei dieser Variante kannst du von einem Stadtteil von Tokio in eine andere Stadt fahren. Auch mal wieder was anderes. Und bei Italien gibt es sehr viele Fähren und deshalb gibt es die neue Kartenart Fährenkarten. Auch ganz interessant. Und am Spielende gibt es noch eine neue Regelmechanik für Siegpunkte. Desto mehr Bereiche, also Regionen, du in Italien bereist hast, desto mehr Siegpunkte bekommst du, weil da gibt es auch eine Staffelung. X Regionen gleich X Siegpunkte und desto mehr, desto besser. Abschließend kann ich einfach nur sagen, für jeden Zug um Zug-Fan ein Muss, denn du bekommst zwei relativ andere Varianten zur Grundversion. Ich habe beide Varianten schon so 2 bis 3 Mal je gespielt und muss sagen, es macht immer wieder Spaß, also auf jeden Fall ein guter Wiederspielwert. Zum Thema Erweiterung, selbstverständlich kannst du das Spiel auch mit der Würfelerweiterung spielen oder mit der Monstererweiterung. Dadurch ist es wieder anders. Dann zu meiner ersten Meinung. Ich kann einfach nur sagen, seid ihr Zug um Zug Fans und habt schon ein paar Erweiterungen und ihr spielt es immer wieder gerne, dann solltet ihr zuschlagen. Habt ihr überhaupt noch keine Erweiterung, ist das schon eine sehr gute Erweiterung. Aber es gibt auch noch viele andere Erweiterungen, die findet ihr oben in meinen Top 10. Schaut doch einfach rein. Vielleicht ist eine andere Erweiterung genau das Richtige für euch. Und abschließend kann ich nur sagen, seid ihr Fans, ist es für mich eine klare Kaufempfehlung. In diesem Sinne, schön, dass ihr wieder dabei wart. Habt ihr Fragen, Anregungen, dann ab in die Kommentare. Und hier oben findet ihr über 110 Regelerklärungen zu alten, neuen und klassischen Spielen. Und wir sehen uns in der Zukunft. Ganz liebe Grüße, euer Robert.